Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Hallo und herzlich willkommen an die Gaming HD, Freunde. Ich bin's euer Thomas und mit dabei ist diesmal der Alex. Hallo. Wir müssen diesmal ein bisschen leiser sein. Wir haben ja gerade die erste Folge aufgehört. Und wir haben gerade wieder Kontakt auf. Und zwar ist hier wieder ein Auto. Gehen einfach hoch, komm. Hast du hinten? Ja, ich guck hinten ein bisschen. Gehen wir mal hoch. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen normal reden, ne? Ein Bein nur für den Einstieg, jetzt müssen wir jetzt mal weitermachen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Tower dort oben zu klären. Wir haben vorhin den Franzosen befreit. Da ist viel los, da ist richtig. Da ist gleich auch richtig hart los. Wir waren ja gerade schon richtig gut am Kämpfen. Also war gerade schon richtig Party, sagen wir mal. Ne, wir haben ja vorher den Franzosen befreit. Wir haben jetzt die Aufgabe gekriegt, den Tower zu klären. Kollege zu sein. Ja, irgendwie sowas. Wir sollen den retten. Irgendwie sowas hat er gesagt. Auf jeden Fall sollen wir jetzt den Tower clearen. Ich glaube, die haben den umgebracht oder sowas, ey. Ja, ist sowieso lustig, das Geile ist, wir haben den Franzosen da einfach liegen lassen. Ja, ich sehe den Tower. Das Geile ist, wir haben den Franzosen ja einfach da liegen lassen. Alter! Oh, Kontakt! Hab ihn! Wir gehen zu dem Bunker und dann kämpfen wir uns von dort aus weiter. Ja. Ich schmeiß grad gleich eine Granate rein. Ne, ich hab auch nichts mehr. Granatentechnisch. So, Granate ist raus. Ja, wer die ist jetzt hier vorne? Nein. Links! Hab ihn! Weiter! Los! In dem scheiß Ding drin. Alter, die treffen. Hier rechts lang. Lustig. Hab einen weg. Noch einer weg. Hab ihn. Noch einer weg. Hinten in dem Gebäude drin. Oder wo ist der? Weiß ich nicht. Alter, was ein Feuerüberfall gerade. Hab ihn. Die dürfen ja nicht in das HMG kommen. Kontakt hier soweit ausgeschaltet, Haus frei. Wir haben sicher, ist sicher. Okay, ist clear. Alter, ja, hier ist er. Wie gesagt, davon machen wir erstmal ein Foto, Beweisfoto. Das ist mies. Ah, was? Wird zu nix. Feuerheitskämpfer, Affen. Jetzt erstmal wieder meine FPS-Anzeige richtig bringen, hallo? Wollen wir es machen? Sollen wir das Fahrzeug nehmen oder? Nee. So, da. Ja, erstmal gucken, ob wir noch immer Muni. Ne, das ist ein Problem, ich darf jetzt keine Fotos machen. Hier drinnen ist noch Stuff. Hier drinnen ist Stuff, Junge. Ich hab Kontakt. Hab ihn. Muss er auch aufpassen, ne? Es kann sein, dass hier zwischen den Zivilisten noch im Rennen. Ne, das war ein Kontakt, der hat einen Waffe. Ne, eigentlich möchte ich ja schon fast sagen, ne? Wir müssten hier mal durchkommen, ohne abzukratzen, ne? Aber du musst ja zwischendurch irgendwie an Munition kommen, ne? Ja. Hast du auf Arma 3 jetzt wieder Standardeinstellung umgestellt? Kannst du machen, ne? Ein Inventar in Dingens, weil du bist auf Apex-Steuerung. War das nochmal Controller? Ne. Konfigurieren, Steuerung und dann Voreinstellung und dann. Eine Steuerung? Arma 3. So. Kannst du auch wieder mit dem Mausrad machen. Ja, ist glaube ich angenehmer für einen, ne? Ja, Mausrad ist definitiv angenehmer. Steuerung. Kampf nicht so drauf konzentrieren. Vereinstellung, Armatur, okay. Ah, jetzt. Schön. Ja, wollen wir los? Ja, das müssen wir jetzt machen. Zu, zu diesem Punkt Aufgabe, warte. Tango. Oder wie haben sie es genannt? Den Zielort Toronto nach Spuren von Keystone. Zugeteilt Alexander und Thomas. Ich muss sagen, los, oder? Wie viel Schuss hast du noch? Ich hab noch 3 Magazin, 142 Schuss einmal. Hast du ein MG mit, oder was? Ja. Du bist trotzdem Sunny, oder nicht? Nee, aber man kann trotzdem wieder beleben. Wir haben ja SL-Schein. Na gut, stimmt, das stimmt auch. Weiß auch, wie ich wieder belebe als Soldat. War erfolgreich. In jedem Fall. Du hast Night, ja. Du hast Night Vision an, ne? Nee, gerade nicht. Mach aber ab und zu immer mal. Hier, lass nicht zu schnell, weil wenn hier Kontakte sind, dann können wir nicht schießen. Raider 2, we're set up on the east side of the road. There's two buildings of interest. One on outside. Warte, ich guck, wo die sind.
Ja, wir müssen hier warte. Jetzt hin. Das ist hier so ein Berg, jetzt. Da geht's glaube ich runter, weil da unten ist die Straße auf jeden Fall. Watchtower Raider 1, be advised, in position at Toronto. Ready to move on Raider 2's lead. Solid copy, Raider 2, execute and ready. Ja, ja, jetzt haben wir auch die das Beste. Und jetzt haben wir auch erstmal ein bisschen Unterstützung da vorne, finde ich schon mal nice. Ja. Ja, die haben wir von hinten aufgeräumt, von der anderen Seite halt. Ja, angeblich. Sollen wir hier, warte, hier geht's runter. Lass links, komm mit. Warte, ich hau auch mal an dieser Stelle raus, wenn einer von euch Arma 3 Apex hat und mitmachen möchte. Ne, wenn wir Platz, jetzt lass mich doch eben, danke. Wenn wir Platz haben, könnt ihr gerne mitmachen. Es sei denn, Fabi holt sich das jetzt eventuell mal und macht wieder auch nochmal mitmachen und alles. Okay, ja, dann wird es natürlich schwierig. Da ist ein Auto. Lager. Ich habe mehr Kontakt. Ich könnte den ausschalten. Nein. Warten. Er ist schön verschnaufen. Also ein Kontakt mit AK bewaffnet. Den könnte ich ausschalten. Probier du einen anderen schon mal zu sehen. Wo auch einen hättest, falls. Ne, da sind zwei. Wir können zwei direkt auf einmal. Eben warten. Er ist verschnaufen. Beide locker kriegen. Ja, locker. Und Kontakt direkt vor uns. Liegen bleiben. Alex, ich spiele aber nicht zum ersten Mal. Brauchst du nicht sagen. Ich warte so lange, bis willst ich verschnauft bin. Ich laufe langsam. Ich bleib hier oben und hol die zwei, die da unten sind. Gib mir Deckung. Ja, ich halte auf die beiden, die da vorne sind. Den patrouilliert, den musst du. Okay, los. Die beiden. Okay, drauf, los. Automatik drauf. Rechts! Ich bin getroffen, Alter. Ich bin getroffen. Alter. Das war mal ein heftiger Schuss. Ja, warum rennst du so weit vor? Ich war noch nicht mehr so weit vor. Doch. Das war schon hart, also ich habe gesagt, sichere mich von hinten. Aber das war direkt Dual Headshot, ne? In der Nähe von Tornado einfach spawn. Ja, der war heftig. Das hat er gut gemacht. Oh, das war schlecht, war er nicht, ne? Nee, schlecht war es nicht. So, Leute. So. Fraps meinte gerade erstmal, ganz nebenbei, dass die Festplatte voll ist. Deswegen kann das sein, dass etwas gefehlt hat. Tut mir auch leid. Aber hier geht es jetzt erstmal weiter. Nice. Flash. Go, go! Nice. Das auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war die erste Mission von dem Arma 3 Apex Video auf dem Xperia Gaming Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es tut mir leid, dass Straps gerade meinte, einfach mal so zu sagen, ich bin voll. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt auch sehen, dass ich das nächste Mal ein anderes Programm benutze, das wieder zugange kriegt, weil das braucht wesentlich weniger Speicher. Ja, das sind da immer, wie gesagt, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, dann wissen wir, dass wir mehr davon machen müssen. Und sag ich mal in diesem Sinne, haust rein, haust raus, bis zur nächsten Besichtigung. Ciao, ciao.